So, Mittwoch. Mittwoch. Heute ist Torwarttraining. Und den haben wir heute mit dabei, den Michi. Hi. Heute ist der Michi mit dabei. Der Michi, muss man dazu sagen, ist so gar kein Torwart. So gar nicht. Also noch nie gewesen. Noch nie in der C-Jugend mal für drei Spiele, zwei Spiele oder so. Ja. Aber war eher. Eher so. Okay. So, gut. Aber vielleicht nicht schlechter. Macht aber nichts. Wie ein Anfänger das macht. Genau. Deswegen machen wir das heute mal quasi mit einer Art blutigen Anfänger. Mhm. Damit man sieht, dass das Training im Prinzip für jedermann eigentlich geht. Also, okay. Für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat im Tor. Aber auch für die Kinder und Jugendliche und teilweise auch schon Erwachsene, die da natürlich feste Position des Torwarts spielen müssen. Ja. Wir können es also für alles gebrauchen und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lange rumquatschen, an dieser Stelle erstmal Hallo. Schön, dass alle wieder mit dabei sind. Hallo liebe Jungs, hallo liebe Mädels, hallo liebe Eltern, Omas, Opas, sind alle wieder mit dabei. Und Katze, Maus. Und Katze, Maus. Heute Mittwoch Torwarttraining. Ich hoffe, ihr wart alle fleißig die Woche schon über. Wir hatten ja am Montag bereits den Fußball-Kindergarten, am Dienstag immer das Fördertraining. Heute ist Torwarttraining. Morgen nicht vergessen, ist wieder um 16 Uhr Fördertraining und am Freitag. Nein, Kindergarten. Ach, Kindergarten. Nein, Donnerstag Kindergarten, 16 Uhr. Und Freitag, Entschuldigung, Freitag ist dann wieder Fördertraining um 16 Uhr. Des Weiteren kennt ihr das ja schon, der Faxe schickt euch jeden Tag Technik-Challenges, die ihr ausprobieren könnt und zurückschicken könnt, die wir dann nachmachen, reposten und. Und ich würde sagen, starten wir mit dem Training, oder? Gut, ihr braucht als erstes zu Hause vier Markierungen. Ich nehme jetzt heute mal vier Hühnchen in zwei verschiedenen Farben einfach. Weil wir die Farben nachher brauchen und ihr euch dann die Übung auch ein bisschen besser vorstellen könnt. Ihr könnt aber wieder T-Shirts, Topflappen, Klopapierrollen, alles nehmen, was euch einfällt. Legt die Hütchen am besten erstmal so auf, dass ihr ein Hütchenpaar bildet. So. Und dann ungefähr so 1-2 Meter daneben das zweite Hütchenpaar. So. Und wer jetzt schon fleißig, stimmt das? Ja. Wer jetzt schon fleißig die letzten beiden Mittwöchern Torwarttraining mitgemacht hat, der weiß schon so ein bisschen, wie das Training aufgebaut ist. Wir machen da immer ganz viele Dinge eben auch mit dem Fuß und damit wollen wir jetzt gleich mal starten, weil wir natürlich was wollen? Wir wollen Keeper, die Fußball spielen können und nicht nur Keeper, die den Ball wegschießen und fangen können und trara. So. Der Michi ist mein Trainingspartner heute. Ihr könnt wieder eure Geschwister fragen, eure Eltern, eure Omas, Opas, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Super wäre es auch, wenn wir zwei Bälle haben, wobei wir jetzt am Anfang eigentlich bloß einen Ball brauchen. Den einen legst du dahinter in die Ecke, du hast den Ball. Ich bin der Keeper, du bist mein Zuspieler und wir starten ganz einfach. Das kennen wir schon so ungefähr aus der ersten Torwart-Session. Du spielst mich an. Spiel mal her. Ich lenke den Ball mit dem rechten Fuß nach rechts, hol mir den Ball mit der Sohlenwende, spiel dich an und du spielst den Ball jetzt hier dran vorbei. An der Ecke? Ja, genau. Ich mache eine Schussfinte mit dem rechten Fuß, lauf hinter den Ball, spiel dich an und bekomme jetzt zwei flache Bälle, die ich dann aufnehmen muss. So, unsere Keeper bleiben dann bitte nicht so stehen, sondern nach dem Pass sofort in ihre Torwartposition. Die ist hier in den Knien, Hände sind im Schoß und wenn ich sehe, dass mein Trainingspartner den Ball spielt, springe ich nach oben in der Grätsche, forme meine Hände zu einer Schaufel, lasse den Ball reinkommen, drücke ihn zur Brust und lege meine Ellbogen langsam nach vorne ab. Alles klar? Zweimal, einmal. Zweimal, der Ball kommt dann raus, du stehst wieder auf, springst nach oben wieder in die Grätsche und ich bekomme denselben Ball wieder, Schaufel und nach vorne. So, dann ist der erste Durchgang vorbei und wir beginnen von vorne und jetzt ein bisschen schneller. Also, lenken, Sohle, spielen, Doppelpass mit deinem Partner, Schussfinte, Bogen laufen, spielen, Position, hopp, Grätsche, nach vorne. Kugel raus, auf, hopp, Grätsche und nach vorne. Alles klar? Man kann ja auch den Ball rollen, wenn jetzt Mama, Papa nicht kippen können. Ganz genau. Also wer sich, genau.
Wer sich da unsicher ist mit dem Fuß und Angst hat, seine Bude zusammenzuschießen oder seine Einrichtung, der kann das natürlich auch mit den Händen machen. Sowohl die Zuspiele als auch nachher die Schüsse auf den Torwart. Ja? Okay. Da geht es ja wirklich nur um flache Bälle. Ich bin jetzt ein kleines bisschen schneller, wer mehr Platz hat. So, lenken, Sohle, hopp, Doppelpass. Eins, Schussfinte, alles gut, hopp, Nummer eins, hopp, und Nummer zwei. Mhm. Und fertig. Alles klar? Mhm. So, wie geht's euch zu Hause? Kommt ihr mit oder ist es schwierig? Ich glaube, dass es eigentlich schon gehen müsste. Wer fleißig trainiert hat und fleißig dabei war, der kennt es. Und auf geht's. Hopp. So, lenken, Sohle. Spielen, Doppel, Hep, spielen, hopp. Erster Ball. Und komm raus. Hopp. Zweiter Ball. Und wir gehen mal für die Linksfüßer einen rüber. Bitte nicht nur Rechtsfüßer, sondern auch Linksfüßer. Das können wir parallel auch mit dem linken Fuß machen. Los geht's. Hopp. Lenken. Sohle. Spielen. Doppel. Hopp. Schuss finde links. Spielen. Erster Ball. Wow. Mhm. Und Nummer zwei. Hopp. Und nach unten. Das eine Bein da hinten. Okay. Okay. Ich beobachte dich. Du beobachtest? Hoppla, jetzt habe ich mein eigenes Tor kaputt gemacht schon. Puh, man kommt ganz schön ins Schwitzen. Los geht's, links nochmal. Hopp, lenken. Sohle, spielen, Doppelpass. Hopp, Schussfinte links. Spielen, eins und zwei. Und die Nummer zwei. Hopp. Und nach vorne. Sehr gut. Okay, alles klar. Kurz zu Hause üben. Wieder nochmal rechts, links, rechts, links. Lass mal den Kindern kurz Zeit. Ich brauche kurz Zeit zum Verschnaufen. Willst du es auch mal probieren? Ja, ich kann es versuchen. Okay. Aber jetzt nicht lachen, ja? Nee. Also den. Warte, dann geht das, ja? Also. Lenken. Sohle. Spielen. Oh, das war schlecht schon wieder. Hopp. Spielen. Und jetzt große Grätsche. Schaufel. Ja. Und jetzt auf die Knie und auf die Ellbogen. Ja, ja, ja. So. Überragend, ja? Also für mich ist gar kein Torwart. Kriegst es trotzdem hin. Kleiner Tipp, ich würde immer schon ein bisschen tiefer gehen. Ah, okay. Aber so eine schon gegrätscht, aber auch mit den Knien tiefer gehen. Ah, okay. Tut's auch, also könnt ihr mal auf die rechte Seite rüber oder auf die linke Seite rüber. Mhm. Und dementsprechend auch tiefer stehen und dann fallen die Ellbogen aus einer geringeren Höhe. Okay, nochmal. Ja? Also nochmal den Ball, geh schön tief runter mit der Kiste hinten. Jawohl. Mit dem Popo hinten. Ja! So. Ja. Stark. Okay, nochmal. Genau. Und lenken, hopp. So, spielen. Super. Raus. Raus geht's. Und ich spiele Pässe. Du spielst echt Zauberpässe. Schlecht gespielt. Eins. Und jetzt. Ja, ja, ja. Schon wie? Ja, aber versuch deine Ellbogen so leicht wie es geht, wie eine Katze. Boah, das ist geschmeidig. Super. Au. Was denn? Geht. Aber es geht, oder? Es geht schon. Es geht. So, okay. Genau. Alles klar. Willst du noch einen? Nee. Okay. Damit du jetzt so wachsen. Nee. Ja, ja, aber es geht schon. Du musst, wenn man da unten ist, dann geht. Spar dir die Kraft. Es kommt ja noch einiges. Okay. So. Wir gehen rein in die zweite Variante. Okay. Also wie gesagt, ihr könnt es mit links, ihr könnt es mit rechts spielen. Wir gehen jetzt in die zweite Variante und bekommen nachher einen Ball zugeworfen. Also wir tauschen jetzt die flachen Bälle mit Bällen zum Fangen, halb hoch vor dem Oberkörper. Mhm. Und hier gibt es auch eine neue Variante. Wollen wir zwei Bälle oder ein? Was denn? Wollen wir zwei Bälle oder ein? Wir brauchen einen Ball. Trotzdem noch, okay. Genau. Ja? So. Also es geht mit zwei natürlich schneller und besser, aber wir spielen jetzt mal nur eine Variante. So, okay. Das Ganze schaut so aus, wir machen das Ganze mal ein kleines bisschen breiter. Mhm. Nur ganz wenig. So, jetzt spielst du mir den Ball zu. Ich spiele den Ball zurück zu dir. Mhm. Du müsstest nur ein bisschen fester spielen, dass ich den Ball schön mit dem linken Fuß klatschen lassen kann. Ja. Spiel mal her. Hopp. Mhm. Kurze Frage, warum der linke Fuß? Keine Ahnung. So, wir gehen mal davon aus, dass das hier irgendwie ein Hindernis, ein Gegner, irgendwas ist. Und wollen daher immer mit dem Fuß spielen, der weiter weg ist vom Hindernis. Gegnerferner Fuß. Gegnerferner Fuß oder Hütchenferner Fuß. Hütchenferner Fuß. Sesselferner Fuß. So, also jetzt geht der Ball, scharfer Ball, klatsche. Jetzt geht der Doppelpass weiter. Ich hole mir den Ball direkt mit der rechten Fußsohle. Jo.
zieh den Ball nach links und geh in den Schiebekontakt mit der Außenseite rein. Achtung, Sohlenwende links, spielen zurück. Okay? Du kannst jetzt den Ball unten aufnehmen, einfach in die Hand oder hochlupfen und schmeißt mir zwei Bälle zu. Also Ausgangsposition ist wieder hier zwischen den Hütchen. Ich habe meine Füße schulterbreit, meine Hände sind im Schoßbild mit Fingern, mit den Zeigefingern und Daumen. Ein Torwart-Dreieck, so, das lege ich mal hier so in den Schoß ab. Jetzt wirfst du den Ball zurück auf Kopfhöhe und ich gehe mit dem, hoppala, mit den Händen schön zum Ball. Das bedeutet, wir heben aber nicht aus den Ellbogen die Hände nach oben, weil die Hände dann zu nah am Gesicht sind. Das verursacht rote Nasen, sondern wir heben den Ball aus der Schulter nach oben. So, schmeiß nochmal hoch. Okay. Arme bleiben ansonsten gerade. Und was gut wäre, wäre, wenn wir nicht unseren Partner anschauen, sondern immer Ball, Daumen und unser Dreieck. Alles klar? Zwei Bälle kriege ich dann so. Genau. Kannst du auch mal einen zweiten Ball mit dazu nehmen, dann geht es noch schneller. Ja. So, also, erster Ball, hopp, auf ja, links. Einmal, hopp, zweimal. Sohle, schieben, Sohle, spielen. Den können wir stoppen. Erster, hopp, festhalten. Zweiter. Und was tun wir nach dem Fangen, damit der nicht mehr rauskommt? Festhalten. Festhalten, wo? Luft rausdrücken. Was? Sag immer die Luft rausdrücken, dass man ja nicht zupackt. Aber ist er jetzt hier schon ganz sicher oder was könnte ich tun, damit der noch ganz, ganz, ganz sicher ist? Zu mir herziehen. Genau. Ich umarme den Ball dann immer, aber erst nachdem ich ihn gefangen habe. Viele Kinder machen zum Beispiel einen Fehler und den einen legst du dahinter in die Ecke. Du hast den Ball. Ich bin der Keeper, du bist mein Zuspieler und wir starten ganz einfach. Das kennen wir schon so ungefähr aus der ersten Torwart-Session. Du spielst mich an. Spiel mal her. Ich lenke den Ball mit dem rechten Fuß nach rechts, hol mir den Ball mit der Sohlenwende, spiel dich an und du spielst den Ball jetzt hier dran vorbei. An der Ecke? Ja, genau. Ich mache eine Schussfinte mit dem rechten Fuß, lauf hinter den Ball, spiel dich an und bekomme jetzt zwei flache Bälle, die ich dann aufnehmen muss. So, unsere Keeper bleiben dann bitte nicht so stehen, sondern nach dem Pass sofort in ihre Torwartposition. Die ist hier in den Knien, Hände sind im Schoß und wenn ich sehe, dass mein Trainingspartner den Ball spielt, springe ich nach oben in der Grätsche, forme meine Hände zu einer Schaufel, lass den Ball reinkommen, drücke ihn zur Brust und lege meine Ellbogen langsam nach vorne ab. Alles klar? Zweimal, einmal. Zweimal, der Ball kommt dann raus, du stehst wieder auf, springst nach oben wieder in die Grätsche und ich bekomme denselben Ball wieder, Schaufel und nach vorne. So, dann ist der erste Durchgang vorbei und wir beginnen von vorne und jetzt ein bisschen schneller. Also, lenken, Sohle spielen, Doppelpass mit deinem Partner, Schussfinte, Bogen laufen, spielen, Position, hopp, Grätsche, nach vorne, Kugel raus, auf, hopp, Grätsche und nach vorne. Alles klar? Man kann ja auch den Ball rollen, wenn jetzt Mama und Papa nicht kicken können. Ganz genau. Also wer sich da unsicher ist mit dem Fuß und Angst hat, seine Bude zusammenzuschießen oder seine Einrichtung, der kann das natürlich auch mit den Händen machen. Sowohl die Zuspiele als auch nachher die Schüsse auf den Torwart. Ja? Okay. Da geht es ja wirklich nur um flache Bälle. Spielen wir es ein kleines bisschen schneller, wer mehr Platz hat. So, lenken, Sohle, hopp, Doppelpass. Eins, oh, Schussfinte, alles gut, hopp. Nummer 1, hopp, und Nummer 2. Und fertig. Alles klar? So, wie geht's euch zu Hause? Kommt ihr mit oder ist es schwierig? Ich glaube, dass es eigentlich gehen müsste. Wer fleißig trainiert hat und fleißig dabei war, der kennt es. Und auf geht's, hopp. So, lenken, Sohle. Spielen, Doppel, Hep. Spielen, hopp. Erster Ball und komm raus. Hopp. Zweiter Ball. Und wir gehen mal für die Linksfüßer einen rüber. Bitte nicht nur Rechtsfüßer, sondern auch Linksfüßer. Das können wir parallel auch mit dem linken Fuß machen. Los geht's. Hopp. Lenken. Sohle. Spielen. Doppel. Hopp. Schussfinte links. Spielen. Erster Ball. Wow. Und Nummer 2. Hopp. Und nach unten. Das kann ich langsam. Okay. Ja, ich beobachte dich. Du beobachtest? Hoppla, jetzt habe ich mein eigenes Tor kaputt gemacht schon. Puh, man kommt ganz schön in den Schwitzen. Los geht's, links nochmal. Hopp, lenken. Sohle, spielen, Doppelpass. Hopp, Schussfinte links.
spielen 1 und 2 und die Nummer 2. Und nach vorne. Sehr gut. Okay, alles klar. Kurz zu Hause üben. Wieder nochmal rechts, links, rechts, links. Lass mal den Kindern kurz Zeit. Ich brauche kurz Zeit zum Verschnaufen. Willst du es auch mal probieren? Ja, ich kann es versuchen. Okay. Aber jetzt nicht lachen, ja? Nee. Also den. Ballername, genau. Ja. Ja. Also. Lenken. Sohle. Spielen. Oh, das war schnell schon hier. Hopp. Spielen. Und jetzt große Grätsche. Schaufel. Ja. Und jetzt auf die Knie und auf die Ellbogen. Ja, ja, ja. So. Überragend, ja. Also für mich ist gar kein Torwart. Kriegst es trotzdem hin. Kleiner Tipp. Ich würde immer schon ein bisschen tiefer gehen. Ah, okay. Aber so eine schon, Seite, schon gegrätscht, aha, aber auch mit den Knien tiefer gehen. Okay. Also können wir mal auf die rechte Seite rüber oder auf die linke Seite rüber. Und dementsprechend auch tiefer stehen und dann fallen die Ellbogen aus einer geringeren Höhe. Okay, nochmal. Ja? Nochmal den Ball, geh schön tief runter mit der Kiste hinten. Jawohl. Mit dem Popo hinten. Ja! So. Ja. Stark. Okay, nochmal. Genau. Und lenken. Hopp. So, Leute, spielen. Super. Raus geht's. Und ich spiele Pässe. Du spielst echt Zauberpässe. Schlecht gespielt. Eins. Und jetzt. Ja, ja, ja. Schon wie? Ja, aber versuch deine Ellbogen so leicht wie es geht, wie eine Katze. Boah, das ist geschmeidig. Super. Au. Was denn? Geht. Aber es geht, oder? Es geht schon. Es geht. So, okay. Genau. Alles klar. Willst du noch einen? Nee. Okay. Dann wenn du jetzt so sagst, nee. Ja, nee, aber es geht schon. Du musst, wenn man da unten ist, dann geht. Spar dir die Kraft. Es kommt noch einiges. So, wir gehen rein in die zweite Variante. Also wie gesagt, ihr könnt es mit links, ihr könnt es mit rechts spielen. Wir gehen jetzt in die zweite Variante und bekommen nachher einen Ball zugeworfen. Also wir tauschen jetzt die flachen Bälle mit Bällen zum Fangen, halb hoch vor dem Oberkörper. Und hier gibt es auch eine neue Variante. Oder ganz zwei. Was denn? Brauchen wir zwei Bälle oder ein? Wir brauchen einen Ball. Trotzdem noch, okay. Genau. Ja, so. Also es geht mit zwei natürlich schneller und besser, aber wir spielen jetzt mal nur eine Variante. So, okay. Das Ganze schaut so aus. Wir machen das Ganze mal ein kleines bisschen breiter. Nur ganz wenig. So, jetzt spielst du mir den Ball zu. Ich spiele den Ball zurück zu dir. Du müsstest nur ein bisschen fester spielen, dass ich den Ball schön mit dem linken Fuß klatschen lassen kann. Ja. Spiel mal her. Hopp. Kurze Frage, warum der linke Fuß? Keine Ahnung. So, wir gehen mal davon aus, dass das hier irgendwie ein Hindernis, ein Gegner, irgendwas ist. Und wollen daher immer mit dem Fuß spielen, der weiter weg ist vom Hindernis. Gegner ferner Fuß. Gegner ferner Fuß. Oder Hütchen ferner Fuß. Hütchen ferner Fuß. Sessel ferner Fuß. So, also jetzt geht der Ball, scharfer Ball, klatschen. Jetzt geht der Doppelpass weiter. Ich hole mir den Ball direkt mit der rechten Fußsohle. Jo. Zieh den Ball nach links und gehe in den Schiebekontakt mit der Außenseite rein. Achtung, Sohlenwende links, spielen zurück. Okay? Du kannst jetzt den Ball unten aufnehmen, einfach in die Hand oder hochlupfen und schmeißt mir zwei Bälle zu. Also Ausgangsposition ist wieder hier zwischen den Hütchen. Ich habe meine Füße schulterbreit, meine Hände sind im Schoß, bilden mit den Fingern, mit den Zeigefingern und Daumen ein Torwart-Dreieck. So, das lege ich mal hier so in den Schoß ab. Jetzt wirfst du den Ball zurück auf Kopfhöhe und ich gehe mit dem mit den Händen schön zum Ball. Das bedeutet, wir heben aber nicht aus den Ellbogen die Hände nach oben, weil die Hände dann zu nah am Gesicht sind. Das verursacht rote Nasen, sondern wir heben den Ball aus der Schulter nach oben. So, schmeiß nochmal hoch. Okay. Hier. Arme bleiben ansonsten gerade. Und was gut wäre, wäre, wenn wir nicht unseren Partner anschauen, sondern immer Ball, Daumen und unser Dreieck. Alles klar? Zwei Bälle kriege ich dann so. Genau. Kannst auch mal einen zweiten Ball mit dazu nehmen, dann geht es noch schneller. Ja. So, also, erster Ball, hopp, auf links. Einmal, hopp, zweimal. Sohle, schieben, Sohle, spielen. Den können wir stoppen. Erster, hopp, fester. Oder zweiter. Und was tun wir nach dem Fangen, damit er nicht mehr rauskommt? Festhalten. Festhalten, wo? Luft rausdrücken. Was? Ich sage immer die Luft rausdrücken, dass man ja nicht zupackt. Aber ist er jetzt hier schon ganz sicher oder was könnte ich tun, damit er noch ganz, ganz, ganz sicher ist? Zu mir herziehen. Genau. Ich umarme den Ball dann immer.
aber erst nachdem ich ihn gefangen habe. Viele Kinder machen zum Beispiel einen Fehler und sichern gleich. Verstehst du? Ja, so, jetzt geht der Ball immer so unkontrolliert gegen Kinn, Hals, Brust, tut weh und man erschrickt sich so ein bisschen. Deswegen wollen wir den Ball immer vorne fangen. Vorne fangen. Manche verletzen sich auch beim Werfen und ziehen ihn dann ran. Geht hin. Okay. Gut. Ja? Also von vorne, mein Lieber. Also. Hopp, spiele. Eins, Latsche. Geht schon, spiele. Sohle, schiebe. Sohle, spiele. Fertig machen, erster Ball. Auswerfen, zweiter, sichern, finito. Nächster Ball. Hopp, okay. Ich bin topfit. Eins, hopp, Sohle. Schieben, Sohle, spielen, erster Ball und zweiter Ball. Kann auch leichter, ja? Aber nein, ich habe einfach nicht drauf gedrückt auf den Ball. Einfach rausgeflitscht. Die sind auch so ein bisschen ditchy. Ja, nächster. Okay, nochmal aufgezogen. Eins, hopp, doppelt. Eins, hopp, Sohle, schieben. Sohle, spielen. Eins und Nummer zwei. Bei den ersten hast du jetzt aber nicht zu dir hergezogen. Nee, aber den habe ich einfach nur gleich wieder zu dir zurückgeworfen, weil wir ja auch Tempo machen wollten. Müssen probieren. Ne? Ich werde noch ein guter Keeper, weißt du? Kann man das jetzt noch lernen mit 20 Jahren? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr ist falsch. Ah, falsch. Ist falsch. Ah, okay. Natürlich kann man es lernen. Ich jetzt du brauchst bloß ein bisschen länger. Ja, sehr lang, sehr viel länger wahrscheinlich. Du brauchst bloß ein bisschen länger und die richtige Technik, was Fallen und so weiter angeht. Aber auch da haben wir nachher einiges im Koffer dabei. Ich freue mich auf diesen Koffer. Ja, jetzt geht's los. Hilfter Fuß. Schlecht. Ja, schlecht. Nochmal. Ich war nicht dabei. Sohle. Sohle. Ja. Schieben. Schieben. Ja. Sohle. Ja. Spielen. Fertig machen. Hände in den Schoß. Ich muss gerade noch kurz hin. So. Genau. Und jetzt an. Ja. Stark. Ja. Sehr schlecht für den Anfang. Und los geht's. Hopp, hopp, Sohle, schieben, Sohle, spielen und Snap. Du hast jetzt so gehalten, wie ja, im Korb. Ja, richtig. Wir wollen die Hände drüber nehmen. Drei und anschauen. Ja, genau. Oh, genau. Okay, nochmal. Nochmal und sicher. Perfekt. Okay, noch einmal. Ja, noch zweimal. Komm, damit es ein guter Vorwand werden. Eins, zwei, hopp, ja. Schieben, Sohle, hopp, gut gemacht. Einmal und zweimal. Gut. Jawohl. Okay, so, einmal. Wir machen es mal links rum. Okay, okay. Rechts klatschen, links Sohlenwände. Sohlenwände, Schiebekontakt spielen. Schiebekontakt, schauen wir mal, ob das geht. Ich glaube, ich sag nein. Wenn du ein Rechtsfuß bist, ist der Schiebekontakt schwierig. Ich würde die linke Sohle nehmen und den Ball auf die rechte Innenseite laufen lassen. Den Ball quasi mit der Innenseite einmal den harten Kontakt geben. Okay, probieren wir aus. Und wir machen dann oben die Sohlenwände. Also einfach klatschen. Sohle links. Harter Kontakt rechter Fuß. Genau. Sohle links. Spielen. Eins. Ja. Zwei. Genau. Bisschen mehr in die Knie. Das habe ich fast so gefallen. Ja. Geh mal ein bisschen mehr in die Knie und wipp mal ein bisschen mehr, dass wir auch ein bisschen flexibel. Also mit dem Ball ist gar nicht so einfach. Und ranziehen. Okay. Wir tauschen noch mal kurz. Ich will noch ein, zwei Varianten zeigen, die man auch machen könnte. Die Jungs, die schon länger bei uns dabei sind, denen fällt natürlich, denen fallen tausend Sachen ein. Ich will nur noch eine Sache kurz zeigen. Wir könnten zum Beispiel auch jetzt, ich krieg den Pass, spiel mal kurz zu mir. Ja. Klatschen, da raus, Sohlenwände. Linker Fuß, harter Kontakt. Schussfinte eingesprungen und spielen. Wir könnten aber auch zum Beispiel, ich spiele nochmal hier auf links, links klatschen, rechts Sohlenwände, Schiebekontakt abkappen und wieder spielen. Alles Varianten und Finden und Moves, die ich als Keeper immer gut gebrauchen kann, ja? Weil ich ja mitspielen möchte. Und wir wollen unsere Torhüter dazu erziehen, dass sie im Prinzip sich genauso bewegen wie jeder Feldspieler auch, bloß dass sie halt auch noch ihre Hände hernehmen dürfen. Ja? So. Und deswegen alle möglichen Varianten nehmen, die ich kenne. Ja? Wir könnten zum Beispiel jetzt auch mit einem Standtrick starten und sagen, ziehen, vorlegen, Sohlenwände spielen oder ziehen zurück rechts, Schussfinte links spielen. Das ist alles möglich. Ich könnte auch statt zwei hohe Bälle einmal flach raus,
den zweiten hoch, spiel mal kurz her. Also, erster, flach, Kugel raus, auf, hoch, werfen, fangen, sichern. Auch das geht, ja. Lasst euch zu Hause da ein paar Spielchen einfallen. Wenn ihr könnt und wenn ihr Lust habt, nehmt eure Geschwister mit, ja, und macht so einen kleinen Wettkampf daraus, ja. Wer hält mehr Bälle fest, ja, und jeder, der den Ball fallen lässt, hat zum Beispiel ein Leben weniger oder bekommt keinen Punkt und wer als erstes 10 Punkte hat oder 10 Fehler, lasst euch einen kleinen Wettkampf aus, denkt euch einen kleinen Wettkampf aus, könnt auch gegen Mama oder Papa spielen. Alles klar? So, ganz kurz trinken und wir bauen ganz kurz um, dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir das. So machen wir das. So und nicht anders. Genau. Sind erfrischt. Nächste Runde, wir spielen einen Fünfer-Durchlauf. Okay. Und auch hier gibt es wieder einen Haufen Varianten. Wir nehmen jetzt mal, also ich mache es hier zumindest, ich nehme jetzt mal das Hütchentor weiter nach hinten, ja, weil wir jetzt einfach ein bisschen mehr Platz nachher brauchen. Wenn ihr genug Platz zu Hause habt, könnt ihr das einfach so stehen lassen. Ich baue das jetzt ganz mal ein bisschen nach hinten. So, wir starten auf den Knien, okay? Und es gibt jetzt immer 5 Bälle. Es gibt 5 Bälle hier zum Fangen. Das heißt, du wirfst immer, werf mal auf Kopfhöhe, fangen, raus. Ihr müsst jetzt nicht wirklich sichern. Wichtig ist nur, dass es zügig geht. 2, hopp, 3, 4, 5 und so weiter. Schaut mal, dass ihr zu Hause den Bauchnabel immer in die Richtung zeigen lasst, wo der Ball herkommt. Nicht aufrotieren. Werfen oder beim Fangen? Beim Fangen. Also versucht mal bitte nicht mitzugehen oder werft mal ein bisschen weiter hier rüber, ist noch nicht ganz weit. Bitte nicht aufdrehen oder mit einer Hand fangen, ja, sondern der Bauchnabel bleibt immer in Richtung, wo der Ball herkommt. Aha. Euer Dreieck schaut da weiter an. Nach den 5 Bällen gehen wir mit einem Fuß, egal ob rechter Fuß oder linker Fuß, nach oben und es geht sofort weiter. Hopp, 1 und so weiter, 2, 3, 4, 5. Nach den 5 fängst du den Ball und spielst mir 5 flache zu, aha, zwischen den Füßen. Aha. Okay? Ja. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Das genau. So. Aber du stehst bei den 5 Flachen, schmeißt du dich auch jedes Mal hin. Ja. Oha. Oha. Okay. Und das Ganze machen wir jetzt einmal langsam. Das heißt, ich werfe 15 Mal und du machst, also 10 Mal werfen, 5 Mal hin. So, okay. Genau. Ja, geht hin. Ja, okay. Und dann schauen wir mal, wie fertig wir dann machst. Ja. Nö, und wir starten mal langsam und nachher machen wir. Okay. Alles klar? Also. Gut. So, erster, fangen. Raus geht's. Zweiter, raus. Dritter, raus. Vierter. Schön die Ellbogen auch wegdrücken, auseinanderdrücken. Warte. 5. Nach oben. Hopp. 1, 2, 3, 4. Immer tibbeln auf der Fußspitze davor. Flexibel bleiben. 5. So, jetzt tiefer spielen. Nein, spielen. Gerade zwischen die Füße. 1. Nummer 1 und Nummer 2, hopp, und Nummer 3, hopp, Nummer 4, hopp, und Nummer 5, hopp, dann Pause, okay, zu Hause auch kurz Pause, nochmal durchgehen, passt alles, aua, aufgerubbelt. Das ist aber ein blöder Teppich. Da mache ich nachher ein bisschen Bepanthen drauf. Das ist gut, nicht? Oder Kaufmanns. Weißt du? Nee. So, eine Kindercreme. Keine Werbung. So, genau. Nicht, dass wir irgendwann eine Mail kriegen, sagen, meine Kinder haben überall offene eine Schürfwunde an den Handgelenken. Und da kann man nur sagen, waschen, Seife, dann Bepanthen oder einfach Handschuhe gar nichts. Ja, oder einfach gar nichts drauf. Zum Luft dran lassen, passt. Soll man stirbt davon nicht. Was? Mach ich das jetzt mal? Willst du? Ja, ich habe Angst, aber ja. Okay. Also fang an, im Knie, ja? Ja. Und los geht's. 1, super. 2, auch gut. 3, ja. Ellbogen weiter auseinander. Aha. Ellbogen bis, ja. 4 und 5
Und jetzt steh auf. Aha. Eins, sehr gut. Zwei. Oh, ja, geht schon, komm. Drei. Aha. Ja, ja, du hast Reaktion, komm. Vier. Sehr gut. Und fünf. Jawohl. Ja. Und jetzt wird's ernst. Eins. Ja! Und Nummer zwei. Aua! Scheiße, flach, ja, sorry. Au, nicht so fett. Zwei. Drei. Sehr gut. Und vier. Hör auf jetzt zu weinen. Wir sind im Training. Und Nummer fünf. Ja! Und Pause. Ja, okay. Ich brauche Pause kurz. Was lachst du so frech hier? Was? Du bist nur am Jammern da. Ja, das, ich bin es halt. Aua! Und nicht Aua. So schnell, nicht so fest. Mit alter Mann. Aber wir müssen auch dazu sagen, der Michi beginnt heute. Ist mein erstes Torwarttraining. Mit 39. Richtig. Sehr gut. Ja, schon hart. Aber es geht. Okay. Aua. Okay. So, fünf und jetzt gehen wir Vollgas. Okay? So, hopp, erster. Junge, komm! Letzter! Ja! Und komm! Hopp! Eins! Gut! Und zwei! Hopp! Ah, gut! Ja, du bist schon und komm! Ja, ja, komm! Jetzt! Jetzt! Komm! Du bist auch schon und der letzte! Ja, komm schon! Komm! Oh, schon! Aber du bist schon schnell da unten auch. Und so. Ich bin halt klein. Ja, das sieht aber auch geschmeidig aus, bitte. Ich falle da irgendwie so eine Bahnschranke. Ich bin eher so... Ich will das aber jetzt auch nochmal schnell machen, ne? Oder nicht? Wie du willst. Halt doch einmal, wie es denn will. Wir das ist danach eine Variante, die ist noch knackig. Weißt du, aber ich merke schon, es wird dann schon warm auch, gell? Cool. Ja, aber wir haben danach noch eine gute Variante, wo es uns noch ein bisschen wärmer wird. Ah, cool, super. Ja? Aha. Gut, los geht's. Okay. Hopp. Eins. Zwei, drei, vier, schneller, komm! Fünf, hoch, eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, und jetzt! Eins, das wird geschmeidiger, umso fester der Ball ist, glaubst du nicht? Doch, weil der früher da ist, ja! Jetzt gib mal alles! Und letzter, komm, letzter! Jawohl! Das war der Igel. Der Igel! Ah, eine Schildkröte. Der Igel-Häslein. Ja. Ah, so. Ja, aber okay. Ja. Bisschen tut's weh. Ja, bisschen, aber ja. Es geht. Ja. Man kann ja vielleicht, hast du mal gesagt, glaube ich, irgendwann habe ich gesehen, eine Isomatte hinlegen oder einen Teppich. Ja, das kann man alles. Klar. Dass ja nicht gar so ouchy ist. Genau. Okay, wir gehen weiter in die Variante und wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere Keeper zu Hause das ja auch alles schon können. Die waren jetzt auch die letzten zwei Wochen dabei, von daher gibt es jetzt auch zwei Sachen, wo ich auf die Seite fallen muss. Mhm. Einmal halb hoch und einmal nachher flach. Ja. Wir wollen einfach in die seitliche Bewegung reingehen. Auch eine wichtige Grundtechnik für Torhüter. Wie falle ich zum Ball, wie gehe ich zum seitlichen Ball und so weiter. Wir betten das aber hier ein. Mhm. Das heißt, pass auf, du brauchst zwei Bälle. Einen am Fuß und einen in der Hand. So. Und du wirfst jetzt mal den ersten Ball. Es sind jetzt nur drei Bälle. Ja. Dafür nachher fünf Durchgänge. Okay. Also, der erste Ball kommt ganz normal geworfen. So weit, so gut. Den ich zurückwerf, den fängst du nicht, sondern du lässt ihn ganz leicht, entweder, das weiß ich nicht, nach da oder nach da, nur mit der Handfläche abprallen. Du ziehst die Handfläche danach so ein bisschen zurück, dass der Ball nicht da zurückschießt, sondern dass der einfach runter da. Schmeiß mal her. So, okay. Ja, so, also ganz leicht. Mhm. Du kannst ihn auch fangen und dann gleich ganz schnell wieder darüber. Wichtig ist, dass er irgendwo hier vorne aufkommt und nicht da hinten. Verstehe. Okay. Ja, das wäre perfekt. Ihr zu Hause lasst dann den Ball maximal einmal aufkommen. Mhm. Und geht dann, jetzt sagen wir mal, der Ball kommt hier auf die Seite, mit dem rechten Fuß nach vorne, nehmt eure Hände aus dem Schoß raus, legt sie über den Ball drüber. So, jetzt kommt der Ball, sagen wir mal, nach da, rechter Fuß, Hände drüber, ablegen. Ja? Mhm. Ball rausspielen. Mhm. Das passt eigentlich schon, wenn du den jetzt dann stoppst, dann brauchen wir gar keinen zweiten mehr.
So, über die Kniewippe hoch, das kennen wir schon. Und wir gehen, Moment, wir gehen nach Hause, rückwärts, springen auch nach Hause in unsere neutrale Position. Ich sage immer Nullstellung dazu, mhm, weil es einfach die neutralste Stellung ist. Das heißt, alles ist wieder auf Anfang und aus dieser Position komme ich jetzt schöner nach vorne, entweder in die Seite oder in die Seite. Und wir machen es jetzt mal der Einfachheit halber so, dass du immer in die Gegenseite spielst. Das heißt, wenn du ihn nach da prallen lässt, kriege ich nachher einen Pass auf die Seite, so, und gehe dann über die Wippe so nach unten zum zweiten Ball. Okay? Gut. Jetzt machen wir das mal und dann sprechen wir noch ein bisschen über diese Nullstellung nach Hause laufen. Mhm. Aber so müsste es passen. Gut, also erster Ball. Hopp. Genau, erster Ball. Nach unten. Hopp. Aufkommen, stehen und hier raus. Mhm. Okay? Mhm. Soweit so gut. Dann nochmal aufstehen. Zweite Runde. Hopp. Genau. Linke Seite. Hopp, warte, nach Hause, jetzt den Fuß und jetzt stellen. Mach an der Stelle mal ganz kurz, ja, machen wir noch eine Runde. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Oh, da sieht's aus, wie kann man so? Wie kann man so schlecht sein? Da machst du ein großes Geheimnis draus. Ja. Also okay, so, so nochmal. Aufgeregt. Ja, aufgeregt. Ja. Einmal kommen, stehen und raus. So, okay. Ganz kurz, was ist wichtig? Zwei Dinge sind mir jetzt wahnsinnig wichtig. Zum einen, wir haben einen total harten Boden jetzt. Ja. Und das haben wir vielleicht zu Hause auch. Mhm. Je mehr Körperspannung ich einsetze, desto langsamer, geführter und geschmeidiger wird meine Bewegung dazu. Das heißt, die Körperspannung ist so wichtig, um mich selber nicht zu verletzen, um mich mit dem Ellbogen runter, watz, auf den Boden zu knallen oder jetzt in dem Fall mit der Hüfte. Je fester meine Mitte ist, aha, und je mehr Muckis ich anspanne, umso abgefedert das nachher die Bewegung. Du siehst schon, ich mache es ganz langsam. Okay. Ja? So. Das Zweite, das mir wichtig ist, ist, wenn wir nach Hause hüpfen, deswegen sage ich immer, warte kurz. Mhm. Wir laufen jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel im Spiel eine Aktion. Wir haben den Ball gehalten, ist irgendwie abgeprallt. Wir müssen aber wieder nach Hause, weil wir sehen, oh oh, der Ball ist außerhalb vom 16er, jetzt könnte vielleicht gleich wieder ein Schuss kommen. Schön. Wenn ich jetzt da stehen bleibe und sage, naja, hoffentlich schießt er nicht gleich und schießt aufs leere Tor, ist wahrscheinlich ein Tor. Also wollen wir natürlich wieder nach Hause kommen, in die Ausgangsposition und gehen mal davon aus, dass gleich der Schuss kommt. Moment, jetzt ist wichtig, bleibe ich jetzt so stehen? Ja. Oder gehe ich nach Hause und gehe jetzt nach vorne oder versuche ich anders die Bewegung nach vorne wieder umzusetzen. Das Problem ist, wir haben es, wir gehen zurück und müssen jetzt aber schnell wieder nach vorne. Ja, ja. Das geht jetzt nach hinten. Okay, also hüpfen wir nach hinten, um in diese Nullstellung reinzukommen, weil durch den Hüpfer bist du vorgespannt, kann ich gleich wieder nach vorne. Ich setze meine Fußspitzen immer hinter den Popo, sage ich auch meinen Keepern immer, springt nach hinten. Setzt die Fußspitzen hinter den Popo und was wird automatisch passieren? Er lehnt sie nach vorne. Du lehnst sie nach vorne, du kriegst Übergewicht und das nimmt sich aus. Du bekommst Übergewicht nach vorne und das nutzt du aus, indem du den Schritt zum Abfangen nutzt, um dich wieder abzufangen. Denkt man gar nicht, dass so viel drinsteckt in so einem Torwartspiel. Es ist unfasslich. Das ist wirklich echt es spannend. Ist unfasslich. Ich bin ja froh, dass der Ball wird. So, also wir fangen nochmal von vorne an. So, hopp. Touch. So, erste Seite, langsam runter, warte, nach Hause und umsetzen. Ja? Wir könnten jetzt, wer richtig Bock hat, aufstehen, zweiter Ball, aufstehen, die Seite, halb hoher Ball, hoher Ball. Wir können es kombinieren, wie wir wollen. Mhm. Ja? Alles gut. Das ist das Gute. Willst du mal fünf Runden? Oh Gott, ich will mal erst mal eine hinkriegen. Okay, warte, ich muss kurz das ist super. Schön. Und dann mache ich den Schritt nach vorne. Können wir mal da anfangen? Weil ich glaube, das ist eher eine Schoko-Seite. Weiß ich nicht. Nach dein Thema. So. Ja. Dann da drüber runter. Okay, probier's mal aus. Es wird, laut, es wird laut und schmerzhaft. Ganz langsam, es geht. Okay. So, also. Gut. Erster Ball. Hopp. Oh, Überraschung. Ja, und jetzt lass dich kipp um. Ja. So. Beide Hände über den Ball drüber. Ah, nach oben. Sehr gut. Die obere Hand spielt mir den Ball raus. Und du wippst nach oben. Zurück, nach Hause gehen,
dehnen, linker Fuß nach vorne und beide Hände, beide Hände, beide Hände. Ja! Auch drauf? Ja, genau. Auch drauf, auch drauf. Okay. Immer drauf, weil dahinter heißt, wir haben einfach eine Ebene weniger. Das kann ich dir jetzt schlecht zeigen. Wir wissen ja warum. Nimm mal die Hand runter, unter den Ball. So, das heißt, nach hinten geht er durch. Ja, so weit, so weit. Und jetzt nimm die beiden Hände zusammen, Daumen zusammen, leg sie über den Ball drüber. Das haben wir von drei Ebenen gesichert, nämlich von oben, ein bisschen weiter so, von oben, von hinten und okay. Vom Boden. Okay. Drei Ebenen. Okay? Probier's nochmal. Okay. Also, gut, war das okay da auf der Seite für dich? Schwierig, aber. Schwieriger als da, aber es geht. Mach den Schritt zur Seite nicht so groß. Und wie gesagt, start immer tiefer. Dann kipp ich leichter. Okay. Du kannst auch einfach. Aber ich gehe über das Knie so hinweg, oder? Also so. Ja, genau. Du kannst auch erstmal so anfangen. Tief, Fuß und hinsetzen. Fuß. Und jetzt setz dich einfach nur hin. Ah ja, okay. So in etwa. Erst auf dem Po so ein bisschen lande, dass ich. Ja, zum Reinkommen. Mehr zum Üben jetzt mal für unsere Anfänger. Die Fortgeschrittenen machen das dann natürlich schon runter. Ja. Und setzen nicht erst mehr mit dem Popo auf. Es ist dann hier gleichzeitig. Aber. Okay, cool. Genau so. Kriegen wir es hin. Hopp. Eins. Und jetzt. Hopp. Sehr gut. Super. Und jetzt nach oben wippen. Los. Nach Hause. Stehen. Fuß vor. Jappi. Und? Gut gemacht. Aber nicht schlecht. Super. Dann nochmal. Das war echt rund. Also kriegst du mit 39 und 0 Torwart-Erfahrung hin. Ja. Auf 16 Quadratmeter nicht zu trainieren. Nicht fürs Lehrbuch, aber für mich. Gut, pass auf, den schieße ich aus der Hand. Du bist unsicher. Du gefällst mir. Hopp. Ja. Ja. Was machst du so doof? Nichts, das ist super. Nach Hause. Hüpf. Oder jetzt Fuß vor. Jawohl. Sehr gut. Aber wie ist das hier? Ist das so? Das ist so. Untere Knie ist abgewinkelt, weil jetzt knick mal nach oben. Komm wieder in die Knieposition. Du rollst einfach über das Knie super gut ab. Aber stoße mir mit der Hand auch ein bisschen ab. Schon, ne? Klar. Damit du halt wieder in der Ausgangsposition bist. Bring it on. Ja. Wir machen mal nach dem Ball noch einen Ball. Auf die Seite. Oder nochmal da einen. Auf die Seite, ja, auch flach. Aber ich muss nochmal in die Nullposition. Genau, immer in die Nullposition. Okay. Wir lassen dich jetzt mal richtig rum. Schön, schön. Gut, genau. Und los geht's. Hopp. Stark, also schießen. Mal. Ja, genau, aber fang sicher. Ja, stark. Oh, es geht nach rechts. Oh. Oh, er fällt. Gut. So, jetzt halbe Nullstellung. Linker Fuß nach vorne. Stark und jetzt übers Knie nach oben. Wippen, Nullstellung heim. Und rechte Seite. Die macht mal einen Weg. Ja, okay. Ja, so stark. Nein. Okay, dann haben wir die 5 Runden. Dann haben wir 5 Runden, dann sind wir fertig. Und los geht's. Schießt doch mal. Okay. Hau mal richtig hin jetzt da. Kann man den fangen, ja? Wenn der so ist selbstverständlich, kann man den fangen. Nochmal, komm, du bist schon. Ja. Aber es war nicht sauber. Aber gut, egal. Ja. Hopp. Ah, das ist geschmeidiger als kaum. Wow. Nullstellung heim, Fuß vor. Gut. Sehr gut. Ja, man kommt schon so ein bisschen rein. Sehr gut. Also, wie schaut es bei euch zu Hause aus? Habt ihr es geübt? Kommt ihr gut klar? Wenn ihr nicht klarkommt, wenn ihr irgendeine Frage habt oder so, haut es einfach unten in die Kommentare rein. Ja. Wir schauen, dass wir so viel wie es geht auch beantworten können. Oder wir gehen das nächste Mal ein Video drauf ein oder so. Können wir auch mal machen. Können wir auch machen. Oder schickt uns einfach eine Mail, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder wenn ihr da anderer Meinung seid. Alles in Ordnung. Teilt es gerne, eure Erfahrungen dann mit uns. Wir machen jetzt eine Trinkerfahrung. Gehen schnell ein bisschen Wasser trinken. Ihr auch und wir sehen uns gleich wieder. Machen wir weiter mit Torwarttraining. Auf geht's. So, wir brauchen jetzt als nächstes, pass auf, ich nehme jetzt mal eine dritte Farbe mit dazu. Machst du Übungen schon mal so lange? Nicht mal gesehen. Ey, die habe ich auch noch gemacht mit in der EU. Aber das sieht man doch manchmal noch, oder? Hör auf, das ist so ein lächerliches Zitat. Nein, ich kenne mich halt nicht aus. Es ist halt eine rein koordinative Handkoordinationsgeschichte. Ja. Ganzkörper, Warm-up von 1900
94, würde ich sagen. Okay. Aber ich würde trotzdem sagen, alles, was damals war, ist ja nicht schlecht. Ich finde es eine Oldschool-Übung, aber so zum Reinkommen, warm werden, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde es jetzt nicht 3 Stunden machen, aber so mal 5 Minuten, wenn der Trainer gerade was umbaut, sicherlich keine schlechte Geschichte. Besser als doof in der Ecke zu stehen. Pausen nutzen. Richtig? Pause nutzen. So, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir nehmen jetzt mal 3 Farben. Ihr könnt zum Beispiel 3 verschiedene T-Shirts nehmen oder was auch immer. Mit Toilettenpapierrollen wird es jetzt schwierig, weil die alle gleichfarbig sind. Es Warum ist so ein kleines Strich drauf machen? Es ist... kann man auch. Man kann auch die Toilettenpapierrollen anmalen. Ja. Wie ein Oster. So. Auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt 3 Farben und legen die mal so hin. Mhm. Was wir auch brauchen, sind... Wir brauchen mal noch einen 3. Ball. What? Ja. That was crazy. Ein 3. Ball gleich? Ja. Oha. Ja, okay. Wer keine 3 Bälle hat, dem reicht auch im Prinzip einer. Und wir könnten zum Beispiel, das sehen wir jetzt gleich, mit Toilettenpapierrollen arbeiten. Aber eins nach dem anderen. Ja. Du gibst mir jetzt mal den Ball. Mhm. Und ich lege jetzt mal den einen Ball auf Rot. Und den anderen Ball auf Gelb. Und wir brauchen natürlich noch ein Hütchen als Zuhause-Hütchen. Der Home-Spot. Der Home-Button, wie man im Smartphone-Gewerbe spricht. Ist so. Das so? Nee. Ja, ich weiß nicht. So, du behältst den Ball jetzt so. Smartphone. Ja, so. Also pass auf, wir haben jetzt Folgendes. Du bist der Trainer und ich reagiere nur auf was du sagst. Es gibt jetzt 3 Farben, Rot, Blau, Gelb. Jo. 2 sind belegt, 1 frei. Mhm. Je nachdem, was du sagst jetzt eine Farbkombination. Wir starten mal mit 3 Farben. Zum Beispiel sagst du Blau, Gelb, Rot. Mhm. Mhm. So, nehmen wir mal Blau, Gelb, Rot. Nein, du musst nicht schießen. Also, warte kurz. Festschießen. Nein, nicht mehr. Auf gar keinen Fall festschießen. So, also Blau, Gelb, Rot wäre jetzt die Farbkombination. Mhm. Das heißt, du musst nachher auf Blau legen, das war die erste Farbe. Blau. Jetzt ist Gelb frei. Gelb war die 2. Farbe. Ja. Ich muss aber einen Ball nehmen, den ich davor noch nicht berührt hatte. Also in dem Fall jetzt den. Oha. Ja, okay. Gelb. Rot. Bist du verrückt? Verstanden? Überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich habe ungefähr... Hast du schon verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt sag mal was total verrückt ist. Also du kannst auch 2 Farben doppelt sagen. Rot, Gelb, Rot. Rot, Gelb, Rot. Aha. So, Rot ist belegt. Aha. Gelb ist belegt. Aha. Und Rot ist belegt. Ja. Das heißt, ich würde jetzt nichts tun und dann nach Hause. Wir müssen nach jedem Mal, wenn wir die Farben geschafft haben, nach Hause auf den Home-Button und ich bekomme einen Ball, den ich halten muss. Mhm. Okay? Welcher das ist, den machen wir gleich aus. Okay. Alles klar. Auf die Torwart-Uni gehen, um das zu verstehen. Nein, das ist einfach nur eine rein koordinative Geschichte. Okay. Du könntest zum Beispiel nachher auch mehr Farben sagen. Aber jetzt probieren wir es einfach mal aus. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, kriege ich als erstes immer einen Wurf. Hopp, halten. Jetzt komme ich vor und du sagst schon jetzt die Farbkombination. Blau, Gelb, Blau. Blau, Gelb, Blau besetzt. Mhm. Nach Hause und ich kriege zum Beispiel 7. Aha. Verstanden? Ja, okay, ja. Checkt? Ja, ja. Kannst du jetzt so liegen lassen. Deswegen, wer jetzt keine 3 Bälle hat, das ist kein Problem. Ihr könnt jetzt stattdessen auch auf eure T-Shirts, auf eure farbigen Toilettenpapierrollen legen. Ja, das ist ja völlig wurscht. Oder einen anderen Gegenstand. Das ist so ein bisschen Mütchen. Oder wer 2 Katzen hat, setzt die Katzen drauf. Das oder geht auch. Keine Geschwister. Dunk, dunk, dunk. Würde gehen. Nein, okay. Das eher nicht. So, also. Los geht's mit nach Hause, hopp, erster Ball und sag eine Kombi. Rot, Gelb, Blau. So, Rot, Gelb ist besetzt, mhm. Aber dann nehme ich den, weil den durfte ich ja noch anfassen. Blau, nach Hause, fangen, sicher. Okay? Verstanden? Mhm. Willst du mal? Oder soll ich noch eine durchgehen? Mach mal. Gut, okay, also, Moment. Startet immer von vorne, lauft nach Hause in die Nullstellung, stehen. Fangen, raus geht's. Jetzt komme ich vor, sag was. Gelb, Rot, Gelb. Gelb, Rot, Gelb besetzt, nach Hause, fangen. Weg. Ja. Spiel mal danach zum Beispiel einen Pass hier durch. Okay, noch. Ja.
Also erster Ball ist ganz normal. Wir gehen nach außen. Tap, 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 tap. Pop. Farbkombi. Rot, gelb, blau. Alles besetzt. Jetzt nehme ich irgendeinen. Jetzt passt da durchspielen. Rüber und nach unten. Ah, dann könnte man oder durchrollen, nochmal spielen. Genau. Oder ich könnte auch spielen nochmal den Pass da durch. Ich könnte auch spielen den Pass da durch. Zur Seite. Mhm. Rausspielen. Aufstehen und zu der Seite oder okay. Nochmal den Ball zentral. Wir machen mal fangen, werfen, Farbkombination, flacher Ball auf die Seite, ich spiele ihn raus und du wirfst dann hier in die halb hoch in die Mitte. Okay. Ja? Okay. So, okay. Und los geht's. Hopp. Erster. Gelb, rot, gelb. Gelb, rot, gelb. Damit beide besetzt. Rot ist auch besetzt. Ja. So. Pass. So. Stehen. Sicher. Verstanden? Mhm. Willst du? Kann ich. Ja? Okay. Wir machen aber fangen und dann zum Reinkommen erstmal den letzten Ball dann auch fangen. Okay, fangen, und dann zurück und fangen. Fangen, Fahrkombi, heimfangen. Okay, gut. Also okay. Rausfangen. Okay. Gut. So, Flitz nach Hause. Hopp. Stehen. Sehr gut. So. Blau, gelb, rot. Und komm. Gelb. Ja. Richtig? Ja. Rot. Ja. Nach Hause. Hopp. Genau. Gut. Schön wäre es, wenn wir den Ball immer so hoch transportieren, weil wir einfach uns das so angewöhnen, im Oberkörper immer gerade zu bleiben, den Kopf oben zu lassen und so. Das Spielfeld im Blick zu haben. Okay? So. Es ist im Prinzip immer wie eine Kniebeuge. Mhm. Der Oberkörper bleibt gerade. Ja, genau. Okay. Okay. Oberkörper gerade, Blick nach vorne. So, jetzt machen wir mal ein bisschen crazy. Oh nein. Ich schieße, Achtung. Und. Halt. Ich muss vorne anfangen. Ich habe echt im Spiel keine Angst vor dem Ball, wenn ich Torwart bin. Immer. Kann das sein? Weiß ich nicht. Doch, ist so wahrscheinlich. So. Hopp. Stark gehalten. So. Blau, gelb, gelb, blau. Hopp. Und los geht's. Blau, gelb. 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 Gelb geht nicht, blau geht nicht. Hopp. Nicht so schwer, oder? Ja, es geht. Aber du musst ein bisschen reinkommen, was nützlich. Ja. So, nächster. Nächster. Und weg. Hopp. Gut. Rot, gelb, blau, gelb. Rot, gelb, blau, gelb. Ah, scheiße. Gelb, blau, gelb. Gut. Und nach Hause. Sehr gut. Jawohl. Prima. Nochmal. Nochmal. Bring schon. Und los geht's. Hopp. Gut. Und wir haben blau, rot, gelb, blau, rot. Okay, blau. Blau, rot, gelb, rot, blau, rot. Gelb. Blau. Rot geht nicht. Genau. Hopp. War das jetzt richtig? Ja, natürlich. Ja? Ja. Ah, okay. Das Lustige ist, ich könnte es jetzt 11 Farben sagen. Spinnen, ja. Ja? Je nachdem, wie deine Auffassung ist. Ja, das kann natürlich mitmachen im Schnellen. Genau. Und du musst ja nicht alle hin und her. Du musst ja nicht drei. Musst, genau. Wer jetzt völlig irre ist, der kann zum Beispiel auch noch Weiß mit reinnehmen. Ja, komm. Nehmen wir Weiß auch noch mit rein. Ja, Logo. Dann haben wir 4. Genau. Aber mit 2 wären wir mit 3. Mit 4 richtig mit 2 Bällen. Mit 2 Bällen. So, probieren wir jetzt mal aus. Und wir sagen mal, als letzten Ball gibt es entweder den Ball flach hier durch. Genau. Aha. Oder flach hier durch. Aha. Oder flach hier durch. Ich weiß es vorher gleich. Okay. Ja? So liegt alles. Der erste Ball zum Reinkommen immer. Okay? So. Okay. Und hopp. Zack. Gut. Oh, nochmal. Gut. Ach, jetzt aber. Hopp. Hau nach Handschuhe. Hopp. Weiß, rot, gelb, blau, weiß. Weiß, rot. Gelb. Blau. Weiß. Gut. Und nach Hause. Und lass dich plumpsen. Ach so. Ja. Wie so Michael. Ja, ja. Genau. Okay. Ja, es geht auch mit vielen, das ist witzig, ja? Klar. Genau. Es geht eigentlich mit ganz vielen. Sehr gut. Soll ich nochmal eine Runde drehen? Ja, mach du noch. Du kannst zum Beispiel jetzt auch mal grün sagen. Nee, wir können blau, zum Beispiel auch. Ich mache die Übung und du gibst mir danach die flachen Bälle, gibst du mir 2 oder 3. Machen wir mal 3 danach.
Drei Anschlussaktionen. Okay. Wenn die Farbkombi fertig ist, drei Anschlussaktionen. Okay. Okay. Macht er aber. Immer flach. Okay. So. Hopp. Weiß, gelb, rot, gelb, blau. Weiß, gelb, rot, gelb ist fertig. Blau nach Hause. Verstanden. Ja, der letzte Mal. Da haben wir uns nochmal strecken müssen. Boah, okay. Das ist total witzig, das ist eine geniale Übung. Das muss ich mir merken, das kann man ja auch eigentlich dann für die Fußballer ein bisschen ummünzen. Also könnte man auch ins normale Fußball. Du könntest jetzt natürlich auch sagen, du machst es nicht mit den Händen, sondern du machst es mit den Füßen. Ja. Da sind jetzt natürlich wenig Tricks und so dabei. Ja, schon. Aber wenn du zum Beispiel viel mit der Sohle machen willst, wir machen es mal mit den Füßen. Ja. So, schmeißen wir her den ersten Ball. So, nach Hause. Hopp. So, und jetzt sag was. Gelb, blau, weiß. Gelb, blau, weiß. Voll gut, ja. Und dann geht's los. Jetzt passt halt da der Ball nicht mehr los, aber und ich war jetzt ein bisschen zu spät. Aber das geht dann auch so. Ja, cool. Klar. Ja? Ja, sehr gut. Genau. Okay, dann würde ich sagen, was hat denn eigentlich die Uhr? Wie lange schauen wir schon auf die Uhr? Schau mal auf die Uhr. Schau mal auf die Uhr. Weil ich hätte noch eine schöne Geschichte. 48 Minuten. Oh, wir haben noch. Wir haben noch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das Spiel bauen wir ganz kurz weg. Mhm. Die Bälle auch ganz kurz. Warte, ich mach schon. Okay. Wir brauchen ein Hütchen hier. Wir brauchen dann schaut mal, dass man das auch sieht zu Hause. Flip, flip, flip. Machen wir es mal so, damit man sich das Ganze nachher auch besser vorstellen kann. So ein Tee. Ja, ich hoffe, man sieht es. Ja, du kannst da weiter rüber, das passt schon. So, guck mal, aber ich glaube. Ja, ja, schon mit. Wir machen einen Tee und haben eine Hüpfaufgabe am weißen Hütchen. Okay? Man muss aber dazu sagen, es gibt dieses T, beschreibt jetzt zwei Felder. Okay? Also das hier ist das erste Feld und das hier wäre das zweite Feld. Wer Bock hat, macht sich einfach zwei Vierecke direkt nebeneinander. Aber so geht's auch. Okay? Du gehst ins mittlere Feld rein und fährst als erste Übung Skifahren. Nur Prellsprünge, beide Füße. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Okay? Also wir haben 1, 2, 3, 4. Jetzt kriege ich den ersten Wurf zugeworfen. Fang den Ball. Werf ihn zurück. Du legst den Ball auf den Boden. Ich laufe zurück in die Nullstellung, stehen, krieg den Pass feste zugespielt. Aufnehmen. Spiel den Ball raus. Und jetzt, wenn ich rausrolle, pass auf, stehe ich einmal auf. Du spielst langsam aufs Weiße, ganz langsam aufs Weiße Hütchen rollen und ich gehe mit dem rechten Fuß nach. Ah, okay, nach vorne. Ja? Okay, verstehe. Genau. Wir machen mal, ich glaube, wir bauen das jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Sonst putze ich irgendwann meine Schuhe. Nein, das brauchen wir nicht. Genau. Also, man hat es ja jetzt gesehen. Ja, gut. Man sieht es auch. Genau, okay, also gehen los. 1, 2, 3, 4. Stehen, nach Hause hinlegen. Hopp, aufnehmen. Kugel raus, stehen, rechter Fuß vor, fallen. Und wir können zur Dauerschleife spielen. 1, 2, 3, 4. Hopp, fangen, nach Hause. Hopp, fallen. Dritter Fuß vor. Aber der rechte dann vorne. So. Genau, immer der rechte. Ja, wenn ich links stehe, der rechte. Genau. Wir gehen mal auf die andere Seite. Mhm. Haben 1, 2, 3, 4. Fangen, nach Hause. 2, rausrollen, aufstehen, linker Fuß vor. Okay, kippen so. Und wieder vorne. Genau, wichtig ist, nach vorne zu kommen. Mhm. Warum wollen wir nach vorne kommen? Weiter von der Torlinie. Genau, wir wollen die Torlinie schon im Vorweg verteidigen. Das heißt, ich bei den Kleinen oft gesehen, wenn der Ball, also wenn es jetzt die Torlinie wäre, dass sie wirklich so fast nach hinten schon ins Tor. Genau, weil sie einfach
im Kopf haben, die Torlinie zu verteidigen, ja, und meistens auch auf der Torlinie so drinstehen. Ja, ja. So, jetzt kommt der Ball auf die Ecke geschossen, ich sehe den Ball, schau, wie er an mir vorbeifliegt und sage dann, ich habe es versucht. Mhm. So, das ist zu spät. Vor allem, je länger, wenn man jetzt mal einen Schuss, diese Flugbahn nehmen würde und würde ganz viele Fotos davon machen, dann würde man sehen, dass mit jedem Foto der Ball länger wird. Ja? Das heißt, ich will den Ball nicht beim 10. Foto fangen, sondern schon beim 2., weil er dann noch nicht so weit ist. Verstehe. So, deswegen verteidigen wir immer in den Raum nach vorne. Kinder haben immer so einen 16er vorne. Ja. Ja? Man kann es zum Beispiel auch zu Hause im Torwarttraining so machen, wenn man seitliche Bewegungen macht, dass man sich grelle Farben auf die Seite legt, die man, wenn man nach vorne sieht, trotzdem im Augenwinkel sieht, ja, um Anhaltspunkte zu haben. Cool. Dann geht man nach vorne, ja, ohne hinzugucken. Ja. Aber man orientiert sich daran und geht nach vorne. Das heißt, du springst und fällst immer nach vorne. Wichtig ist bloß, was müssen wir alles tun, damit die Bewegung letztendlich auch nach vorne geht und ich mir nicht einen Kreuzbandriss hole. Wir nehmen den Fuß immer nach vorne und wir bleiben nicht so stehen, sondern wir drehen auch leicht immer die Seite ein, um die es gehen soll. Das heißt, wir rotieren leicht den Oberkörper, nehmen ein bisschen die Schulter rechts vor oder ein bisschen die Schulter links vor, wenn es nach links geht. So, das siehst du jetzt gleich, wir machen nochmal die Seite. Wir machen einen hohen Ball. Ja, so. 1, 2, 3, 4, erster, nach Hause, stehen, hoppala, ausgerutscht, macht nichts, so, jetzt auf und jetzt Schulter drehen. Okay, verstehe. Okay? Ja, genau, du bist dran. Oha, okay. da raus auch? Nee, ich will da raus, weil dann kann ich nach vorne mit rechts gehen, das wird mir, glaube ich, erstmal leichter. Machen wir so. 1, 2, 3, 4, da drüben stehen bleiben. Nicht erst. Ja, du hast 1, 2, 3, 4. Achso, ich will da vorne stehen. Nee, wo wolltest du denn zuerst hin? Da. Dann fangen wir an. Genau. 1, 2, 3, 4 stehen. Erster. Nach Hause. Das war die Schildkrötennummer. So, warte. Jetzt bleib schon unten. So, und jetzt geh auf beide Knie. Dreh die Schulter, setz den rechten Fuß vor und jetzt komm nach vorne. Genau, bloß nicht so weit nach vorne setzen. Ja, okay. Also im Prinzip, du kommst jetzt auf das Knie rauf, setzt jetzt den rechten nur nach vorne, aber so, ganz wenig. Das geht nur hier rein. Und, genau, aber nicht lange und kein Gewicht drauf, sonst fliegt die Kniescheibe. Ja, also das sollen wir nicht tun, dann scheidet jeder Sportwissenschaftler danach, das ist der falsche Winkel. Tun wir auch nicht wirklich, sondern das geht jetzt einfach nur darum, sich gleich wieder zu setzen. Fallen zu lassen. Genau, also auf die Seite. So. Ja, das liegt da. Mein Hintern zu fett. Dann lauf nicht ganz auf die Torlinie. Okay, so. Dann versuch ich's. So, hopp. 1, 2, 3, 4. Hopp, gut. Und zweiter Ball. Ja. Das war nix. Das war gar nix. Das war völlig die falsche Richtung. Wir wollen nämlich nicht seitlich fallen, sondern auf die Ellenbogen. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. So, zweiter. Ja, und aus der Grätsche. Ja, Halleluja. Also wir denken gerade, wir hatten Grätsche und nimm den Popo nach unten. Ja, voll. Ich habe gerade. Macht ja nichts. Fehlerbilder gehören dazu. 1, 2, 3, 4. So, hopp, gut. So, jetzt tief. Ja, und nach vorne. Gut, okay, auf. So, und jetzt kommt der zweite. Ja. Der ist auch gut. Der zweite war gut. Hände noch daher. Genau. Mach einmal noch, komm. Okay, dass die Kinder sich das falsch abgucken. So, 1, 2, 3, 4. Hopp, stark. Und zweiter Ball. Ja! Und jetzt komm raus da nach vorne! Jawohl. Oh, das war jetzt okay. Das war schön geschmeidig. Okay. Ja? Es ist tatsächlich so, je schneller man dann auch spielt, umso geschmeidiger wird am Ende die Bewegung. Genau, das ist echt so. Aber wenn du halt so langsam machst und denkst, machst du einen Fuß. Genau. Umso langsamer es geht, umso. Roboter abgehakt. Ja, hast du Pause, Bewegung. Wir wollen bewegen. Wir wollen Einfluss. Ja? Okay. So, okay. Und die ersten beiden Mal will ich mir nicht anschauen. Das macht nichts. Okay. Naja. Damit sind wir eigentlich jetzt am Ende für heute. Ja? Ich gehe zum Arzt. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wieder mal eine kleine Torwarttraining dahorn Action, die ihr mit euren Eltern, Geschwistern, Oma, Opa machen könnt. Vergesst nicht einzuschalten, wir haben morgen am Donnerstag wieder den Fußball-Kindergarten um 16 Uhr, am Freitag um 16 Uhr das Fußball-Fördertraining, am Montag wieder Fußball-Kindergarten um 16 Uhr, Dienstag wieder Fördertraining, Mittwoch sehen wir uns wieder.
zum Torwarttraining. Da zeige ich euch dann, wie wir tatsächlich im Wohnzimmer Übungen hinbekommen, wie wir nicht nur auf die Seite kippen, sondern wie es dann am Ende auch aussieht, dass wir fliegen und übergreifen und so weiter. Und vielleicht hast du ja Zeit oder wir nehmen einen Torhüter, der schon ein bisschen länger mit dabei ist. Das macht Sinn. Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Euch wünsche ich jetzt eine schöne restliche Woche. Genau. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt daheim. Und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.